Boah, Alter, geil! Was ich nicht so wirklich verstehe, ist, warum dieser GTI ein E-Auto ist. Das ergibt für mich keinen Sinn. Uiuiuiuiuiui. Ah, bitte hier weggehen. Ah, bitte hier weggehen. Hallo, eine Sperrzone. Ich geh jetzt schlafen, ja. Ich komm morgen wieder. Was für Sperrzone? Da ist keine Sperrzone. Es ist keine Sperrzone ausgeschildert, also warum sollte hier Sperrzone sein? Ich muss eine Anzeige schreiben. Bitte mal hier weggehen, habe ich Ihnen gesagt. Ja, okay, dann müssen wir auch sehr harte Tür klären. Bitte mal aufsteigen. So, Sie müssen jetzt einmal wegfahren. Okay, danke schön. Du musst doch kurz weggehen, ne? Danke schön. Jetzt bin ich gefesselt, ne? Der hat mich einfach erschossen. Wow, Rollenspiel. Was ein unfassbar geiler Server. Die Herren, im Kfz. Jetzt wird's auch noch geklaut. Wow. Was halt gar keinen Sinn ergibt, wenn die sagen Sperrzone, ich fahre dann dahin, die sagen nochmal Sperrzone. Okay, ich steig aus, die sagen, okay, Sperrzone, jetzt müssen wir sie festnehmen. Warum festnehmen, wenn es eine Sperrzone ist und ich dann einsteige, wegfahren will und dann sogar noch einen Headshot bekomme? Das ergibt keinen Sinn. Irgendwann später. Drücke E, um auszubluten, alles klar. So. Cool, ich hab mein Auto wieder. Yo. Was geht? Hey, Bro, steig mal ein hier. Soll ich mal Finger mit einer? Ja, ich wollte nur nach einer Waffe fragen. Ja, verpisch. Kannst du mir vielleicht eine Waffe geben? Nee, kann ich nicht. Verpisch mal, mach mal. Es ist Weihnachten. Warum so unfreundlich? Ich glaube, ich gebe alles auf. Das hat hier so echt keinen Sinn mehr. Vielleicht habe ich ja genug Geld auf der Bank, um mir eine Waffe selber zu kaufen. Oh hey, Gott. Will einer den haben? Welchen? Den McLaren. Ich sehe keinen. Bei mir ist einer. Schade. Ein Modder. Ein ekliger Modder. Was will der jetzt von mir? Der hat meine Stimme eben gehört und will mir jetzt auf die Eier gehen. Der verfolgt mich nämlich jetzt schon. Ich hasse diese Menschen. Ah, kaufen für 30.000. Was kaufen? Waffenlizenz? Du hast deine Waffenlizenz gekauft. Ja, nice. 70.000 ist ja fast gar nichts. 30.000 für ein Messer. Habe ich auch nicht. Ich brauche irgendwie Geld. Guten Tag. Ja, guten Tag. Morgen. Schwanzkopf, du Schwanzkopf. Geht's dir gut? Ja. Okay. Oh, sorry. Jetzt geht's dir nicht mehr gut, oder? Ja, doch, doch. Geht noch. Kommt er nochmal? Guten Tag. Ja, guten Tag. Ey, Bruder, was machst du hier? Oh, scheiße, Digga. Wie heißen Sie? Ja, guter Mann, da wollen Sie vielleicht einsteigen. Wie heißen Sie denn, damit ich Sie mal so mit Namen ansprechen kann und ich mit Sie? Ist geheim. Fühl ich, Alter, Digga. Alter, fährst du mich nochmal an, dann gibt's hier aber Schöpferei. Ja, ne, ja. Ja, ich würde gerne mal ausparken. Ich würde mal kurz ausparken. Digga, ach komm, scheiß drauf, Digga. Er wird überfahren, Digga. Ach, hau schnell ab, Digga. Oh, Digga, er wird erstmal voll abgeschnitten. Ach, Digga, das war's doch nicht. Ich wünsche einen schönen Tag auf unserem Service und ich spielen, ne? Gott, war das unangenehm. Ist ja nicht so, als wurde ich jetzt zum 5. Mal auf dem Server gebannt und habe irgendwie auch schon 5 Videos auf dem Server gemacht. Nein, also bis zur nächsten Folge halt. Oh, hallo. Moin, raus aus meinem Auto. Oh, Entschuldigung, das ist mein Traumfahrzeug. Ja, ja, die sind sehr selten, das Schmuckstück. Oh. Hey. Oh. Wie bitte? Weg war mein Auto. Das ist mein Traumfahrzeug. Ich habe immer geträumt, ja. Ferrari zu fahren. Trotzdem müssen Sie ja nicht sexuell belästigen, mein Auto. Wie bitte? Trotzdem müssen Sie ja nicht mein Auto sexuell belästigen. Ne, ich habe nur ein paar Fragen. Ja, welche Fragen wollen Sie denn stellen? Ist dieser Spoiler hier aus Carbon? Ja, der ist aus Carbon. Oh, ich liebe Carbon. Oh, Carbon ist so geil. Oder lassen Sie das jetzt hier. Ich kann mich dann einfach nicht beherrschen. Verstehen Sie? Machen Sie woanders hier fetische Sachen, aber nicht bei meinem Auto. Ich finde Carbon halt einfach so, so sexy. Sag nicht, das ist echt Carbon, nee, oder? Das ist nur echt Carbon. Spiegel auch Carbon? Spiegel, ja. Aber nicht, ja, Carbon, doch, oder? Doch auch. Aber sag jetzt nicht, dass das auch Carbon ist. Ja, natürlich. Wenn das jetzt auch Carbon ist, das ist auch Carbon. Ja. Was ist das für eine Abgasanlage hier? Können Sie mir das auch sagen? Eine Abgasanlage ist das ein Auspuff mit einem Turboausbrecher. Oh. Können Sie das jetzt lassen? Aua. Nein, bitte nicht umbringen. Ich wollte doch nur Ferrari einmal fahren. Sie reden auch zu leise, man kann Sie kaum verstehen. Es ist so besser angenehm. Können Sie jetzt besser, dass Sie mein Auto in Ruhe lassen sollen? Ich wollte Ihr Auto nur einmal anfassen, wenn ich darf. Können Sie Ihr Schniebelmann in der Hose behalten und dann können Sie wieder abmarschieren. Was für ein Anfassen, Alter. Guter Mann, stellen Sie sich doch nicht so an. Die Hose habe ich doch die ganze Zeit an. Das ist doch kein Problem. Wie ist denn Ihr Name, wenn ich fragen darf? Mein Name ist James Wolf, der Legende. Wie bitte? Mein Name ist James Wolf, der Legende. Was sind Sie? James Wolf, der Legende. Die Legende? Der Legende. Ich bin ein Mann. Aber Sie müssten doch die Legende sein.
Naja, wie auch immer, Herr Wolf, wie heißt dieses Symbol hier an Ihrem Kfz? Können Sie mir das sagen? Das ist ein Ferrari La Italia 458. Nee, aber dieses Symbol hier vorne, wie heißt das? Das ist ein Ferrari. Ja, aber dieses Symbol, also das hat doch einen Namen, oder nicht? Das ist ein Ferrari-Logo. Oh, ich liebe Ferrari-Logos. Oh, oh. Das kann nicht wahr sein, das zeig ich mir jetzt. Dieses Schiff ist scheiße. Aber wisst ihr, welche Schiffe nicht scheiße sind? Die Schiffe vom Sponsor des heutigen Videos, World of Warships. World of Warships ist ein taktischer, teambasierender Schiffs-Shooter. Ihr wisst, was ich meine. Es gibt mehr als 650 verschiedene Schiffe aus 13 verschiedenen Nationen, aus denen ihr wählen könnt. Diese wurden tatsächlich aus echten Dokumenten und echten Bauplänen aus dem 20. Jahrhundert nachgebaut. Ihr könnt auf den verschiedensten Maps entweder alleine, mit euren Freunden, falls ihr welche habt, oder auch im Clan mit euren Schiffen navigieren und somit den Feind ausschalten. Und das Beste dabei, World of Warships ist komplett kostenlos. Solltet ihr mich unterstützen wollen oder generell habt ein Faible für taktische Spiele mit einem echten Geschichtshintergrund, dann registriert euch jetzt für World of Warships über meinen Link ganz oben unten in der Videobeschreibung. Somit erhaltet ihr auch ein exklusives Starterpaket im Wert von 25 Euro, welches ihr allerdings nur erhaltet, wenn ihr meinen Link verwendet und meinen Code eingebt. Das Paket beinhaltet folgende Dinge: 300 Dublonen, 7 Tage Premium-Zugang, 1 Million Credits, ein Tier-4-Schiff, eine Neujahrsflagge, 10 Neujahrs-Himmelstarnungen und 3-mal die Santa Crate. Falls ihr also, wie gesagt, Bock habt, mich ein bisschen zu unterstützen, aber vor allem mir ein bisschen was vom Dezember-CPM-Glückskuchen gönnt, probiert World of Warships gerne über meinen Link aus. Wie gesagt, ist kostenlos und gönnt euch mein Promopaket im Wert von 25 Euro. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Dann mache ich einfach den Altbekannten. Ich nehme sie jetzt unnötig fest im Ghetto-Trick. Das wird auch funktionieren. Ich mache das jetzt einfach auf gut Glück. Wird schon klappen. Und zwar genau diesen Gum. Oh mein Gott, der hat alle umgebracht. Entschuldigung, ich wurde gerufen. Ey, dein Kollege schießt, ja? Der kleine Wichser. Der Kollege fängt an zu schießen. Ey. Was machen wir jetzt, Jungs? Was machen wir jetzt? Frag mich nicht. Kriegst eine fette Ausreise gleich, ja? Digga, ich Basta. Bin da. Komm, Mon, Jon, ja, ich Da hat jemand Leerfunk. Ja, ich geb dir gleich deinen Leerfunk in dein hässliches. Ey, Schnauze. Lass mich los. Sei leise, Mickey Maus. Ich klatsch, Digga. Halt die Fresse. Digga, du willst so eine fette Ausreise kriegen, du dummer Bastard. Und jetzt lass mich los, ja? Reicht doch. Ich lasse euch zwei gehen, wenn ihr versprecht, nicht mehr zu schießen heute Abend, okay? Hoku, knall den ab, bitte. Wenn er nicht los ist, knall ihn ab. Ich lass euch gehen. Ja, komm, Bro, lass es los. Ja, Tam. Ihr schießt nicht. Wenn ihr heute noch einmal schießt, dann nehme ich euch fest. Ja, dann lass mich auch los. Ich lass euch gehen. Ich lief gleich dieses Fick. Ich vertraue euch. Was ist das? Lass Stop. Mich los, ja? Ihr könnt gehen. Hallo. Digga, nee. Ich hab. Hallo, ich muss mein Schwarzmarkt. Digga, du Wichser. Lass mich los. Wo liegt jetzt unser Problem? Ich muss Geld machen. Du machst Stress heute, den ganzen Abend schon. Unnötig. Ja, ich schick das hoch. Was meinst du mit hochschicken? Ich würde es mir nochmal überlegen bei deiner Kopfnummer, ne? Die ist fake. Die ist gefaked vom FIB. Ich hab mich getarnt. Ja, hast du gekauft wahrscheinlich von eBay. Ja, ist mir egal. Korrupter Scheiß Wichser. Selber korrupt. Ich fick dich, ich muss. Hallo. Ich fick dich gleich. Lass mich los. Nö. Du lässt mich jetzt raus. Guck mal, Nö. Ich bin arm, ja? Ich hab 8000. Ich muss zum Schwarzmarkt stand. Ich muss da neue Sachen einräumen. Du bist arm? Ja, ich bin arm. Hast du nicht Items dabei? Nee, ich hab nichts dabei. Hör auf. Nee, du bist. Digga, du kriegst permanente Ausreise, ne? Komm mal her. Nimm mir nicht meine Sachen weg. Komm mal her kurz, ich muss gucken, ob du was Illegales dabei hast. Wenn du mich einmal kontrollierst. Wenn du das wegnimmst, ne? So, ich hab das da mal konfisziert. Fick dein Leben, ja, du gässlicher Scheiß. Digga, was ist mit dir, hä? Was ist mit dir? Hä? Was? Zieh mal Uniform an, ja? Ich bin zivil unterwegs. Ja, genau, es gibt's auch wahrscheinlich, ne? Hast du jetzt meine Sachen weggenommen? Die waren illegal, die musste ich konfiszieren. Ich ficke dich in einen hässlichen Arschloch. Hey, junger Mann. Mit deinen Eltern kannst du so reden, aber nicht mit mir, okay? Ja, Elternerwähnung. Du bist so hochgeschickt, du kleiner Bastard, ja? So, ich guck mal, wie du überhaupt heißt. Sartox Strike. Ja, einer meiner Gegenstände wurde am Marktplatz verkauft. Okay, jetzt habe ich wieder 10.000, ne? Ja, ich müsste dir für Beamtenbeleidigung 2000. Mal eine Geldstrafe aushängen. Hä? Du machst gar nichts. Du lässt mich jetzt. Ich habe schon 400.000 Strafen. Ich kann die nicht bezahlen, okay? Lass mich jetzt so dreckiger Bastard. Digga, hä? Die Strafe können Sie dann entweder per Banküberweisung bezahlen oder vor Ort bei einem Beamten. Halt doch die Fresse und lass mich jetzt los. Ich habe keinen Bock mehr. Wollen Sie bar oder mit Karte zahlen? Hä? Wenn du mich jetzt nicht. Digga, hä? Lass mir jetzt einmal zu. Du gibst mir jetzt sofort mein. Sachen wieder, okay? Wie bitte? Digga, lass mich doch los. Was ist denn mit dir, hä? Du nimmst meine Sachen weg, Digga. Mit den Sachen schepper ich solche Leute wie dich im Ghetto. Was machst du überhaupt hier? Wir fahren durch die Kanalisation, weil du eine Ratte bist. Digga, wie redest du überhaupt, hä? Ich fahre durch die Kanalisation, weil du eine Ratte bist.
Können Sie sich bitte mal benehmen? Hä? Digga, ich krieg einen epileptischen. Digga, lass mich jetzt los. Oh, Digga, kannst du nicht mal richtig Auto fahren, Junge. Oh, ich glaube, sie sind dagegen einen Generator gefahren, der ist dann explodiert. Ich helfe ihn mal hoch. Keine Sorge. Ich habe eine Erste-Hilfe-Ausbildung gemacht. Hallo, geht's Ihnen gut? Mir geht's scheiße. Was ist passiert? Nicht gehört, mir geht es scheiße. Beruhigen Sie sich bitte. Halt dein Maul, dein Fahrzeug ist sowieso kaputt. Kannst du mich jetzt loslassen, ja? Moment, ich bin Mechaniker. Ich habe auch eine Mechaniker-Ausbildung. Ich schreibe jetzt einen Admin, ne? Ich habe einen Admin geschrieben. Ich kann es zurückziehen, wenn Sie mich jetzt loslassen. Bringen Sie mich Schwarzmarkt, lassen Sie mich los, dann sage ich ihm, dass es sich hier erledigt hat. Ich guck mal, ob ein Arzt da ist für Sie. Hä? Hm, keiner da. Nee, ist leider kein Arzt für Sie da, sorry. Ja, das juckt mich nicht. Also, Sie brauchen einen Arzt. Wir fahren mal zum nächsten Krankenhaus ins Handy Shores. Vielleicht ist da ein Arzt. Halt die Fresse. Wie bitte? Man hat kaum was verstanden. Wir fahren mal nach Sandy Shores. Vielleicht ist ja da ein Arzt für Sie. Oh Junge, ihr seid so inkompetent. Ihr seid so inkompetent, ihr scheiß Admins. Halten Sie durch, ja? Halten Sie durch. Drücken Sie was auf die Wunde. Wir schaffen das. Digga, können wir jetzt nicht dein verficktes Maul. Jetzt fick ich dich. Drücken Sie was auf die Wunde. Halten Sie durch, halt Herr Strike. Mann. Nicht ins Licht gehen. Nicht ins Licht gehen. Gehen Sie nicht ins Licht. Wir schaffen das. Nee, der Admin kommt nicht. Der antwortet mir nicht. Er macht nichts. Die dumme Noten. Mit wem reden Sie? Wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Herr Strike, alles wird gut. Alles wird gut. Wir schaffen das. Ja, keine Lust mehr. Halten Sie durch. Halten Sie durch. Nicht schlafen gehen. Nicht ins Licht gehen. Bleiben Sie wach. Bleiben Sie wach. Wir schaffen das. Das Krankenhaus ist genau hier. Was machst du jetzt überhaupt? Ich suche einen Arzt für Sie, okay? Die Notaufnahme ist genau hier. Ich hole einen Arzt. Ich hole einen Arzt. Ich hole einen Arzt. Ah, kein Arzt da. Verdammt. Herr Strike, es ist kein Arzt da. Wir müssen sofort weiter ins nächste Krankenhaus. Ich glaube, in Palito Bay ist noch jemand wach. Bleiben Sie wach, okay? Bleiben Sie wach. Nicht schlafen gehen. Drücken Sie etwas auf die Wunde. Nehmen Sie den Gürtel aus dem Handschuhfach. Du hörst mir jetzt mal zu, du kleiner Knecht, okay? Ich ficke dich. Komm, Arena. Ich ficke dich. Digga, ich... Ich beeil mich. Nee. Sie sind schon ganz wirr im Kopf von dem ganzen Blutverlust. Bei Bleiben Ihnen überlege ich mir, ob man Epilepsie und Down-Syndrom auch so kriegen kann. Sie haben Down-Syndrom? Lass mich los, es wird immer lauter. Haben Sie schon so viel Blut verloren, dass Sie sich in einen MP3-Player verwandelt haben? Hä? Lass mich, ich habe das Radio angeschaltet und jetzt bringst du mich zurück zum Schwarzmarkt. Ich halten Sie Geld durch, verdient. Halten Sie durch. Regen Sie sich nicht auf, wir sind gleich da. Palito Bay ist noch ein Arzt wach. Sie können das Radio gar nicht bedienen. Ihre Hände sind gefesselt. Hören Sie auf damit. Ich ficke dich. Was hast du überhaupt? Hä? Wo ist das Krankenhaus? Ich kenne mich hier nicht aus. Wo ist es? Herr Strike, es gibt gar kein Krankenhaus auf diesem Staat in Palito Bay. Vielleicht ist ja ein Officer da, der eine Medic-Ausbildung hat. Ich frag mal schnell nach, okay? Nee. Keiner da. Herr Strike, es ist kein Officer wach. Hallo. Was machen wir jetzt? Der Admin macht auch nichts. Herr Strike, mit wem reden ja, Sie? Ja, du hast wahrscheinlich Medienstatus, dummer Fetzer. Bring mich ins SG! Also hörst du mich? Hörst du mich klar und deutlich jetzt? Ich höre Sie. Okay, du bringst mich jetzt zurück zum Schwarzmarkt. Und dann schicke ich es nicht ins Forum. Aber Sie sind verletzt, Sie müssen zu einem Arzt. Fahr zum Vargos und sag, und die werden dich ja schön ficken, du Bastard. Ich fahr zu den Vargos, alles klar, kein Problem. Right. Fahr zu den Vargos, die werden dich ficken. Bleiben Sie wach, nicht einschlafen. Hä? Mit wem reden? Ich hab nicht mal Schmerzen. Sie haben Schmerzen, Sie sind verletzt. Ja, du zwingst mir einfach RP auf, du Wichser. Herr Strike, Sie sind verletzt, ich zwinge Ihnen doch nichts auf. Ey, Bruder, schau mal, meine Mom schläft, ja. Ich krieg hier trotzdem nicht einen Anfall. Auf welcher Tastatur tippen Sie da rum? Digga. Ich kenne einen guten Arzt auf Übersee. Wir müssen allerdings da ja, erstmal hin. Ich kenne, ja. Kommen Sie mit, wir schaffen das. Ich bin da für Sie, ich hab Sie. Sie haben gar nichts, wenn du jetzt nicht deine behinderte Fresse hältst und mich loslässt, ja? Ich fick dein Leben. Wir schaffen das, keine Sorge, wir schaffen das. Herr Strike, wir überleben das, okay? Ich bin nie wieder auf dem scheiß Start, Digga. Ich wechsle zu Majestic, du Wichser. Geht's Ihnen gut da hinten, Herr Strike? Nein. Sind Sie seekrank? Brauchen Sie eine Kotztüte? Digga, du verfickter Bastard. Du machst mir jetzt meine Handfesseln ab, okay? Du machst mir meine Handfesseln ab. Und dann... Ich hatte schon einen 7-Tage-Bann, weil ich zu viele Wands hatte. Du lässt mich jetzt hier raus? Ich hab keinen Bock mehr, okay? Ich kann mir gar nicht erklären, warum Sie einen 7-Tage-Bann hatten. Digga... Ha ha ha!
Hören Sie mein Horn, Herr Strike? Ich höre, dass du ein dreckiger Nuten bist, der einfach jetzt, wo die atmen, oh, ich weiß nicht, was die machen. Die sind wahrscheinlich Medienstatus bei dir. Ja, genau. Ich bin ihr Lebensretter. Fick dich. Digga, ich rede nicht mehr mit dir. Halt die Fresse. Ich bin ihr Lebensretter. Ich rette gerade ihr Leben. Wichser, nein. Ich habe mir ein neues 80-Euro-Mic gekauft. Und wegen dir fick ich es gerade. Deswegen halt einfach deine verfickte Fresse, okay? Herr Strike, ihr Leben hängt am seidenen Faden. Um diese Uhrzeit ist kein Onkel Doktor mehr wach. Wir fahren extra auf eine andere Insel, damit sie eine Behandlung bekommt, die ihnen zusteht, damit sie leben können, okay? Digga, ich drück F1, du Bastard. Ich gehe jetzt über Bord. Hallo. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Resttag auf Ihrem Fischkutter. Tschüss, Herr Strike. Tschüss. Hä? Digga, lass mich. Okay, wir brauchen das U-Boot auf dem Fischkutter. Ein Riesending, bitte. Oh. Herr Strike, das U-Boot hat nicht getroffen. Wir brauchen noch ein U-Boot. Oh mein Gott.